Der Vereinsvorstand. Trainingsabend am 15.09. mit Barbara Quinke. Boxveranstaltung am 13.11. der Westliga in Wuppertal. Der ASV Wuppertal und Ringfrei Oberhausen gegen Kampfgemeinschaft Neuss und Faustkämpfer Mönchengladbach. Unser Boxer Ingo Kirchheim begrüßt seinen Gegner Kirill Eliseev. Sekundiert wird Ingo Kirchheim von Franz Stahlschmidt und Werner Schäfer. Das Urteil unentschieden. Ringrichter Uli Zische. Boxtraining der Schüler am 24.11. Francesco De Lucia und Ingo Kirchheim vom Sportclub Vogelheim. Francesco De Lucia und Ingo Kirchheim starten für die Kampfgemeinschaft Wuppertal-Oberhausen gegen SC Colonia Leverkusen. Veranstaltung der Westliga vom 4.12. Francesco De Lucia gegen Ülkü Arslan. Sekundanten Franz Stahlschmidt und Werner Schäfer. Der Kampf endet unentschieden. Ingo Kirchheim auf dem Weg in den Ring. Ingo Kirchheim gegen Ozay Korkmaz. Sekundanten Franz Stahlschmidt und Werner Schäfer. Sieger nach Punkten Ozay Korkmaz. Diese beiden Boxer sind mir nicht mehr bekannt. Auch diese beiden Boxer sind mir nicht mehr bekannt. Auch diese Boxer sind mir nicht bekannt. Es gab Nikolaus Tüten am 8.12., überreicht durch den Trainer Franz Stahlschmidt.
Bundesliga-Veranstaltung am 18.12. in Leverkusen. Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Bei dieser Veranstaltung boxte Cevdet Gashi vom Sportclub Vogelheim für Bayer Leverkusen gegen Ahmet Said und verlor nach Punkten.